Hallo und herzlich willkommen. Zunächst fangen wir mit der guten Nachricht an. Ich bin nicht mehr pleite. Mein Geld ist endlich in Panama angekommen. Darüber hinaus haben wir ein paar neue Verrücktheiten, was das Gasleck angeht. Schon mal vorab, Gas geht ab und an wieder. Und diese Woche werde ich es angehen. Die Diät beginnt. Ich habe 1,5 Jahre lang den ganzen Tag nur gearbeitet und nichts zu wenig auf meinen Körper geachtet. Von daher muss es jetzt langsam mal wieder angehen, dass der überschüssige Speck los wird, verschwindet. Nachdem das Geld zunächst in US-Dollar nach Deutschland zurückgeschickt wurde, wurde es dort automatisch in Euro umgetauscht, weil es auf einem Euro-Konto ankam. Das heißt, ich habe dabei nicht nur Verluste gehabt, denn der Kurs ging unterdessen runter, sondern es traten auch neue Gebühren auf. Am nächsten Tag musste ich es dann wieder zurück in Euro, in Dollar umtauschen. Dabei traten erneut Gebühren auf und der Kurs war weitergefallen und anschließend kamen noch einmal Überweisungsgebühren dazu. Das Absurde dabei war, dass ich die Daten genau so genutzt hatte, wie bei mindestens 5 Überweisungen vorher es anstandslos geklappt hat. Ich habe das alles dokumentieren können. Ich habe in der Kategorie 57 die Bankverbindung von Banismo, meiner Bank hier in Panama, genutzt und dies hat in ihrem Merkblatt, was sie verteilen, nennen sie sogar noch diese Kontonummer unter Punkt 57. Die wird eigentlich inzwischen per Hand durchgestrichen und trotzdem haben sie es mir verweigert. Das heißt, ich werde jetzt morgen 1/2 Stunde zur Bank fahren müssen, dort persönlich mit dem Filialchef reden müssen, in der Hoffnung, dass der dann absegnet, dass ich meinen Schaden ersetzt bekomme. Denn natürlich will ich das nicht auf mir sitzen lassen. Und das Absurde dabei ist, dass ein Freund von mir gerade aus der Karibik eine Überweisung erhalten hat. Und dabei wurden die Bankverbindungen wurde genauso genutzt, wie ich sie zuvor immer genutzt habe, mit dieser Bankverbindung mit der Kontonummer der Bank in der Kategorie 57, was bei mir zur Verweigerung geführt hat, hat bei ihm nicht dazu geführt. Also kompletter Wahnsinn. Panama eben, was soll man sonst dazu sagen? Zum Gas ist zu sagen, auch da gibt es Veränderungen. Ich habe jetzt ab und an mal Warmwasser, aber nur ab und an, so jedes dritte, vierte Mal duschen. Das Hauptproblem dabei ist wohl die Durchlaufgeschwindigkeit. Das ist ein Durchlauferhitzer de facto mit Gas und der scheint teilweise nicht zu zünden. Das Problem ist, dass die großartigen Bauarbeiter beim Anbau Dreck in die Warmwasserleitung eingebracht haben und das schadet nun der Durchlaufgeschwindigkeit. Das führt auch dazu, dass die Filter in der Küche am Warmwasser andauernd sich füllen und dann der Wasserlauf immer kleiner und immer kleiner wird und dann wieder alles gereinigt werden muss. Natürlich verweigern sie die Verantwortung, obwohl es dann begonnen hat. Und zur Verweigerung der Verantwortung passt auch wunderbar, denn die wollten mir in Rechnung stellen, die Reparatur des Gases, obwohl bis und nein, das war zwar, es wurde aufgeschlagen im Anbau, aber das Leck war in der Wand und das war daher vorher. Und ich habe dann einfach nur wortlos die Bilder zugeschickt, wo die Wand eben noch nicht aufgeschlagen war und das Ventil bereits beschädigt war. Also man hat mehrfach versucht, sich wieder vor der Verantwortung zu drücken. Das ist bedauerlicherweise gerade bei diesem Bauunternehmen. Vielleicht nicht nur bei ihm, aber bei ihm auf jeden Fall eine Sache. Zum Beispiel hat er mal vergessen, in einem Zimmerausbau eine Klimaanlage einzubauen, vorzubereiten und hat dann behauptet, ich wollte das ja nicht. Ich hätte ihm ja gesagt, ich wolle das nicht. Und so gibt es immer wieder Fehler, die er macht. Und statt dann wenigstens die Verantwortung dafür zu übernehmen, lügt er rum und versucht sich davor zu drücken von der Verantwortung, sodass mir langsam die Geduld ausgeht und ich mir überlege, hier in der Inhabergemeinschaft mal über diese Umstände zu reden und ihn dabei namentlich zu nennen. Ich weiß nur nicht, ob ich dieses Fass wirklich aufmachen will, aber Lust dazu hätte ich zumindest schon. Weitere Sache, die diese Woche passiert ist, ich habe heute für einen Werbevertrag Aufnahmen gemacht und es gibt unterschiedliche Werbeverträge. Zum einen bekommt man Angebote, die sind einfach unseriös, die sind problematisch, mit denen beschäftigt man sich im Idealfall nicht. Also ich habe bislang ein paar Werbepartner abgelehnt, ein paar Anfragen, weil mir das nicht gepasst hat, das Produkt oder ähnliches, weil ich damit nicht mit meinem Namen und meinem Gesicht dafür stehen wollte. Und dann gibt es eben Partner, die sind solide. Das ist nichts Besonderes. Da steht man nicht mit dem Herzen dahinter, aber das Produkt, soweit man das überprüfen kann, ist solide, es funktioniert, es tut alles, was es soll. Von daher, warum nicht? Und dann gibt es Produkte,
mit denen ist man wirklich mit Feuer und Flamme dahinter. Da glaubt man, das taugt richtig was, man ist begeistert, dass das Unternehmen einen kontaktiert hat. Wir hatten es kürzlich hier auf meinem Hauptkanal, hatte ich das mit Holy, meinem neuen Getränkesponsor. Wir haben jetzt eine Zusammenarbeit vereinbart und werden mal schauen, wie das weitergeht. Das Zeug schmeckt mir wirklich und das erfüllt seine Aufgaben hervorragend. Von daher bin ich da sehr glücklich und so habe ich einen weiteren Partner, der mich kontaktiert hat. Mit dem habe ich einen Vertrag geschlossen und das ist ein Werbepartner, der wie Faust auf Auge zum Kanal passt. Absolut hervorragend, aber das Problem dabei ist, wie die Werbung umzusetzen ist. Ich bin niemand, der gut darin ist, abzulesen. Das ist halt leider nicht meine Schwäche. Ich habe zwar im Vorlesewettbewerb gewonnen bei mir in der Schule, aber gerade eine Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, dort wird es schwierig für mich, wenn ich ein Skript habe, weil ich ständig über das Skript hinausdenke und mich dann verhasple, weil ich gedanklich schon zwei Sätze weiter bin und so weiter. Für mich ist es viel besser, wenn ich einfach nur eine Karteikarte habe mit ein paar Stichpunkten. Ich habe zu meiner Zeit als Politiker mal, ich glaube, mindestens 20 Minuten Rede gehalten, die von allen Zuschauern, so wurde mir zumindest vermittelt, hervorragend war und alles, was ich hatte, waren drei Stichpunkte mit den drei Themen, die ich thematisieren wollte und unter jedes dieser Stichpunkte, unter jedem dieser Stichpunkte hatte ich drei weitere Wörter, um mich daran zu erinnern, über welche Unterthemen ich dabei reden möchte. Das hat völlig gereicht, um bei Themen, mit denen ich mich viel beschäftigt habe, fließend eine gute Rede halten zu können. Und so wie Sie sich gerade vorstellen können, weil das Ganze hier flüssig ist, ist das Ganze hier natürlich auch ungeskriptet. Und jetzt habe ich bei der Werbung das Problem gehabt, dass das Skript, was Sie mir gegeben haben, Sie verlangen nur 60 Sekunden, aber das Skript, was Sie mir dann irgendwie so empfohlen haben, wären 3,5 Minuten gewesen, was viel zu lang ist. Ich will den Zuschauer nicht unfassbar nerven. Gleichzeitig wirkte es gestellt, dann mache ich es auch für den englischsprachigen Schwesterkanal. Dort habe ich noch größere Probleme, wenn ich ablesen muss, weil es noch erzwungener klingt. Dann habe ich es frei versucht und dann kam aus der deutschen Version 4,5 Minuten raus und aus der englischsprachigen 4,5 Minuten und die deutschsprachige Werbung wäre 9 Minuten lang gewesen. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Ich kann, selbst wenn ich noch so begeistert bin von dem Produkt, bin ich nicht Laserpick, der halt gerne mal eine 6-Minuten-Werbung zu Beginn macht, weil er ein Produkt auf eine besondere Art und Weise bewerben will. Aber bei ihm ist es so, wenn er was bewirbt, dann ist allein die Werbung bereits lustig. Ich kann das nicht. Daher musste alles wieder eingestampft werden. Im Ganzen habe ich jetzt 6 Stunden gebraucht, um immer wieder was umzuändern. Ich glaube mindestens 40, wenn nicht 50 Takes, nur um diese eine Werbung in einer akzeptablen, für mich akzeptablen Art und Weise aufzunehmen. Jetzt ist eine Version davon geschnitten. Es sind die notwendigen B-Rolls, Animationen von der Webseite und so weiter eingefügt. Und jetzt habe ich es an den Betreuer von der Firma geschickt und muss hoffen, dass sie es akzeptieren. Wenn nicht, kann ich wieder von vorne anfangen. Aber das gehört eben mit zum Job und keiner hat gesagt, dass YouTube keinerlei Arbeit erfordert. Ansonsten in der letzten Woche haben wir Aufnahmen gemacht für Hoplofir. Ich habe die Geschichte erzählt von meiner ersten Schusswaffe. Ich denke, das ist sehr schön geworden, interessant geworden. Mir ist später dann aufgefallen, dass ich die Schusswaffe, den Revolver so halte, wie ich es bei der Bundeswehr gelernt habe, was inzwischen absolut verpönt ist, nämlich T-Cupping. Das heißt, die Schusswaffe mit der einen Hand unterhalten, weil es ein Revolver ist, aber das werde ich dann einfach so lassen und nur ein bisschen Erklärung hinzufügen, damit es nicht zu Missverständnissen führt. Denn ich habe wirklich keine Lust mehr, es nochmal aufzunehmen. Ich glaube, ansonsten ist es mehr oder weniger recht gut geworden. Von daher, wenn ich mit dem Schnitt, wenn es dazu passt, kriegen Sie vielleicht einen kleinen Ausschnitt jetzt eingestellt. Oder es kam eben keiner, dann habe ich mich dagegen entschieden. Ansonsten finden Sie den Link dazu zu Hoplofil oder vielleicht schon zum neuen Video hier oben, je nachdem, wann wahrscheinlich eher zum Kanal, denn das Video ist noch nicht im Ansatz weit genug geschnitten und ich will noch ein paar kleine Szenen dazu aufnehmen. Also da finden Sie hier den Kanal Hoplofil, falls Sie das interessieren sollte. Und wahrscheinlich dann nächste Woche dürfte das erste Video rauskommen. Das finden Sie dort dann ebenfalls. Ansonsten, wie gesagt, morgen mindestens eine Stunde Autofahrt, nur um zur Bank zu gehen, um mit den Leuten zu reden dort. Und am Mittwoch gibt es den neuen Livestream. Bis dahin muss ich schauen, dass ich noch an einem weiteren Konzept arbeite, denn ich arbeite an einem Video über den Konflikt in Niger. Das erfordert natürlich fortlaufende Recherche. Das, was ich an Recherche abgeschlossen habe, ist eine Woche später schon wieder halb obsolet, weil es ständig neuere, weitere Entwicklungen gab. Von daher muss ich das schauen, wie ich das
tariere, dass ich ein Video machen kann, was nicht überholt ist zu dem Zeitpunkt, wenn es veröffentlicht wurde, aber gleichzeitig gut recherchiert ist. Also eine andere größere Herausforderung. Ansonsten habe ich heute begonnen mit einer Diät, denn ich habe in der Zeit des Ukraine-Krieges erheblich zugenommen. Wir reden hier von 15 Kilo. Ich kann es ein Stück weit tarnen, weil ich eine solide Muskelstruktur habe und dann verteilt sich das ein bisschen besser, als wenn man nie in seinem Leben eine Hantel gesehen hat. Aber es ist dramatisch zu viel. Was ich jetzt machen werde, ist High-Intensity-Training, denn ich kann kein zweistündiges Training machen. Das passt zeitlich, ist es mir unmöglich, dies zu tun. Denn gerade weil ich gerne morgens trainiere und durch die Zeitverschiebung sind die Livestreams bereits um 13 Uhr meiner Zeit. Das heißt, ich muss bis 13 Uhr muss die Recherche des Tages so weit sein, dass ich nicht komplett hinterher bin und 2 Tage veraltet bin. Und dazu habe ich einfach morgens keine Zeit für ein zweistündiges Training und ich trainiere lieber morgens. Das heißt, ich werde High-Intensity-Training machen. Da ist das Training so zwischen 30 bis 45 Minuten lang. Werde ich früher aufstehen müssen. Da führt dann auch kein Weg dran vorbei. Zusätzlich versuche ich gerade jeden Abend 1 Stunde lang zu gehen. Ich höre dabei ein Audiobook. Das heißt, ich entspanne mich, ich schaue nicht mehr auf einen Bildschirm, laufe währenddessen hier herum. Um bei der Geschwindigkeit, mit der ich laufe, sollten das dann wahrscheinlich so ungefähr 5 Kilometer sein, was also jetzt nicht Cardio ist, ist nicht gerade Joggen oder irgendwas in der Art, aber es ist an der frischen Luft, das ist Bewegung. Und was die Ernährung angeht, abnehmen ist extrem einfach. Ich werde wahrscheinlich noch ein separates Video darüber machen, das würde Sinn ergeben, aber letztendlich muss man einfach nur weniger Kalorien aufnehmen, als man verbraucht und schon nimmt man ab. Ich werde es über eine Reduzierung der Kohlenhydrate machen, allerdings 2-mal die Woche. Nicht einen kompletten Tag, sondern einzelnes Essen werde ich sogenanntes Carb-Loading machen. Für mich ist es eher so eine Art Cheat-Nachricht, Cheat-Meal. Das heißt, an Donnerstags und an Sonntagen werde ich mir bei einer Mahlzeit einfach essen, worauf ich Lust habe. Sonntags wird es abends sein, sodass ich dann auch noch 2, 3 Bier dazu trinken kann, wenn mir danach ist. Donnerstags wird es tagsüber sein, weil ich donnerstags öfter unterwegs bin und dann kann ich dort mal in irgendein Restaurant gehen oder auch nur zu irgendeinem Fastfood essen. Und dann werde ich jetzt schauen, wie sich das Gewicht entwickelt. Ich werde aktuell noch nicht zu sehr darauf achten, auf Kalorien zählen, auf Gewicht abwiegen alles, sondern ich werde erstmal die Waage anschauen. Wenn die sich konstant nach unten bewegt, dann ist ja alles in Butter. Über 1 Kilo pro Woche will ich nicht abnehmen, das wird dann ungesund, aber so 400-500 Gramm sollten es besser schon sein. Man muss natürlich so sehen, ich habe mir dieses Gewicht ja auch nicht in 3 Wochen angefressen, dann kann es auch nicht in 3 Wochen verschwinden. Von daher, wie gesagt, werden wir mal schauen. Ich werde hier versuchen, das Ganze ein bisschen Sie auf dem Laufenden zu halten, denn ich würde wetten, der eine oder andere von Ihnen könnte ebenfalls ein paar Kilo weniger gebrauchen und vielleicht ist das dann ja ein bisschen Motivation. Wie gesagt, schreiben Sie rein, ob Sie Interesse daran haben, auch ein extra Video übers Abnehmen, aber wahrscheinlich mache ich es sowieso, weil das mir passend scheint, zusammen mit dem Training könnte ich da eigentlich dann ein Video machen, warum eigentlich nicht, vielleicht sogar die Übungen vorführen oder ähnliches, wenn wir schon da mal dabei sind. Dann habe ich hier gleich noch mehr Kontakt für den Privatkanal. Ansonsten schreiben Sie mir, was Sie sonst noch interessiert und wie Ihnen das Video soweit gefallen hat, was Sie sonst gerne noch erfahren würden. Wenn Ihnen das Video natürlich gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Das hilft auch sehr mit dem Algorithmus. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. In der Beschreibung finden Sie einen Link zu meinem Twitch-Kanal sowie zu meinen anderen YouTube-Kanälen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Sie dort wiedersehe, auch hier. Auf meinem großen Kanal sollten Sie mich noch nicht von dort kennen. Das war's, wie gesagt, soweit von meiner Seite. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.